Was ich sprechen darf heute, ist das Thema Kontemplation. Der Bastian hat mich gebeten, darüber zu sprechen, deswegen hier bin ich. Er ist schuld. Ich weiß nicht, ob das Wort hier irgendwas sagt, Kontemplation. Es ist so ein bisschen schwierig, dieses Wort zu definieren, weil das ist was, was man eigentlich erfahren muss und was man nicht so definieren kann. Aber ich werde trotzdem versuchen, in den ersten Minuten dir ein bisschen Geschmack zu geben, über was reden wir. Kontemplation. Es kommt vom lateinischen Wort contemplari, also betrachten oder beschauen. Einfach ein absichtsloses Anschauen von etwas. Und wenn wir heute über Kontemplation reden, dann reden wir natürlich darüber, wie wir Menschen sein können, die Gott sehen, anschauen, betrachten und wie wir, was wir nennen in der Spiritualität, wie wir kontemplatives Gebet leben können. Und das ist spannend, weil kontemplatives Gebet ist die sozusagen höchste Form des Betens. Und viele praktizieren es gar nicht oder kennen es gar nicht. Und das ist etwas, wo Gott, glaube ich, insgesamt gerade in seinem Leib tut, im Leib Christi tut, dass wir das Thema Kontemplation neu entdecken. Deswegen seid ihr da voll am Puls. Was meine ich mit Kontemplation? Ich habe mal eine Definition ein bisschen mitgebracht hier von Charles Bell und Christian Reschke aus ihrem Buch Gebet als Begegnung. Da ist es, mit Kontemplation meinen wir das Betrachten, Hören, Wahrnehmen Gottes. Einzig mit dem Zweck, ihm zu begegnen. Unter kontemplativem Gebet verstehen wir Gebet als Ort der Begegnung mit Gott, an dem er die Agenda für die gemeinsame Zeit vorgibt. Wenn ich lehre über das Thema Gebet, dann sage ich oft, es gibt wie so Stufen des Gebets und verschiedene sozusagen Ebenen, wie wir beten können. Und die sind nicht besser oder schlechter, sondern halt wie wenn du eine Treppe hochläufst, die dritte Stufe ist nicht besser als die erste, die sind alle notwendig und sie bauen aufeinander auf, aber um höher zu kommen, müssen wir mehrere Stufen nehmen. Und so die Basisstufe des Betens, über die wir nie hinauswachsen, die wir immer brauchen, ist das aktive Beten, dass ich rede. Das heißt, ich schütte Gott mein Herz aus, ich bin ganz aktiv, ich mache Lobpreis, ich singe ihm Lieder und wir sind ganz aktiv. Und da sind wir meistens in der freikirchlichen Szene gut drin, oder? Wir können so proklamieren und Lobpreis und noch in Sprachen laut und schütten Gott unser Herz aus und wir reden mit ihm so. Und das ist super und das ist wichtig, hört nie damit auf, bitte. Ja, das ist ganz, ganz zentral. Ich rede, aktives Beten. Aber Gebet ist ja mehr als ich rede mit Gott. Sondern Gebet ist ja Gemeinschaft mit ihm, ist ja Intimität, ist persönliches ihn erfahren und erleben. Wird verglichen mit einer Liebesbeziehung, mit einem Bund, dass Jesus mit uns in einem Bund ist. Und wenn ich sagen würde, mein Bund mit meiner Ehefrau Katharina ist, ich rede mit ihr, Punkt, dann würdet ihr sagen, okay, das ist vielleicht nicht so eine ganz gesunde Beziehung. Ja? Das heißt, auch bei Gebet ist und unsere Gottesbeziehung braucht es mehr, als wir reden mit Gott. Aber das ist so die Basisstufe, wir reden ein aktives Gebet. Dann gibt es da wie eine zweite Stufe. Die zweite Stufe ist nicht so sehr ich rede, sondern mehr ich höre oder ich empfange. Das mehr meditative, empfangende Gebet. Wo er redet, wo wir nachdenken über sein Wort zum Beispiel oder über eine Bildmeditation oder was auch immer in so einen Modus von wir empfangen hineinkommen. So die zweite Stufe. Erste Stufe, ich rede. Zweite Stufe ist, ich höre oder ich empfange. Und die dritte Stufe ist dann mehr so das schweigende Gebet, ich bin. Sein mit ihm. Und das ist die tiefste Form des Betens, weil Gott ist der große Ich Bin, er ist der Präsente, er ist der Gegenwärtige und wir dürfen ihm gegenüber sein und Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich glaube, wir alle kennen so dieses Schweigen im Gebet, so Stille im Gebet, weil wir irgendwie nichts zu sagen haben oder nicht wissen, wie wir es machen sollen. Aber es gibt auch ein Schweigen, weil kein Wort ausdrücken könnte, was es hier zu sagen gibt. Wir kennen das aus ganz vielen Situationen, zum Beispiel von einem Trauerfall. Jemand ist in Trauer. Und so viele Worte machen oft gar nicht Sinn, aber jemanden in den Arm zu nehmen und zu halten, drückt viel mehr aus, als alles, was du jetzt sagen könntest. Und so gibt es auch die Gebetsform des Seins, des Anschauens, des einfach nur Daseins mit Gott. Und das ist die tiefste Form von Gemeinschaft. Ich gebrauche da gerne so ein paar Bilder, um das so ein bisschen plastisch zu machen. Zum Beispiel jetzt zwei Verliebte, die sich im Arm halten, sich einen Kuss geben und nicht miteinander sprechen, aber einfach nur glücklich verklärt dort miteinander sind. Das ist kontemplatives Gebet.
Oder wenn zwei Männer, ja, wenn wir als Männer an einem Lagerfeuer sitzen, mit einem Bier in der Hand und wir haben eine Weile geredet und dann brennt das Feuer so runter und wir stieren in dieses Feuer und in diese Glut und sagen einfach nichts. Das ist die tiefste, innigste Form von Männerfreundschaft. Das kann man nur mit guten Freunden machen, sonst ist es so awkward. Aber mit einem guten Freund kannst du... Ja, und ich weiß nicht, meine Frau versteht das nie. Was habt ihr alles so geredet? Ja, wir haben ins Feuer geguckt. Und seit einem halben Jahr habe ich noch ein anderes Bild für Kontemplation gefunden, nämlich seit wir unseren Jeremias haben und ich einfach mein kleines Baby dort anschaue und ich gefühlte Stunden damit verbringen kann, einfach nur ihn zu beobachten. Und in die ersten Tage und Wochen ist es ja vollkommen verrückt, weil die ja fast nur schlafen und gar nichts machen, ja, außer ab und zu schreien, schlafen, kacken, was auch immer. So, ja, das ist so Lebenswelt. Und man ist einfach da und ich schaue ihn an und das ist nicht ein bewertender Blick. Das ist nicht ein, ich gucke ihn an, damit da jetzt was passiert. Sondern, nee, ich bin einfach da und ich schaue ihn an und dann ist plötzlich eine halbe Stunde rum und ich stand einfach nur da und habe ihn angeguckt und war mit ihm. Aber was dabei passiert ist, da wächst eine tiefe Bindung. Und, und ich kann nicht sagen, was aber mein Herz explodiert und ich wachse rein, dieses Vatersein für ihn. Kontemplatives Gebet ist unverzwecktes Gebet, was aber nicht heißt, dass es nicht kraftvoll ist. Aber es ist nicht, ich bete, damit der Herr meine Not verändert oder ich bete, weil ich irgendwie, keine Ahnung. Nee, ich bin einfach mit ihm, weil es schön ist. Und ich lasse mich mal anschauen von Gott. Und ich schaue ihn an. Das ist kontemplatives Gebet. Oder meine Mentorin, Teresa von Avila, die Älteren erinnern sich, die hat es mit einem Bild so ausgedrückt, die verschiedenen Formen des Betens. Sie hat gesagt, dieses aktive Beten, das ist wie, da drüben ist ein Brunnen und du gehst hin und du schöpfst aus diesem Brunnen Wasser und dann trägst du das Wasser in deinen Garten und dann bewässerst du mit diesem Wasser deinen Garten, damit es zum Blühen kommt. Das aktive Beten, ich gehe hin und ich bewässere den Herzensgarten von mir. Meditatives Empfangen des Gebetes mehr wie, da fließt schon Fluss durch deinen Garten und du kannst einfach den Eimer nehmen und daraus schöpfen und direkt und du hast diese Wegstrecke nicht. Und kontemplatives Gebet ist, es regnet. Das heißt, dein Herzensgarten wird einfach ohne dein Zutun, du empfängst, er ist einfach da, du bist da und das reicht. Und viele von uns führt Gott, gerade auch wenn wir dann ein paar mehr Jahre mit dem Herrn auf dem Buckel haben, mehr und mehr eigentlich in eine weniger aktive Form des Betens, aber wir sind es oft nicht gewohnt. Und dann regnet es eigentlich, aber wir rennen zum Brunnen und wir proklamieren und wir singen noch ein Lied und wir stellen uns aufs Wort und wir sagen dies. Und der Herr sagt, sei einfach mal da. Okay, das ist kontemplatives Gebet. Ich schaue euch mit euch eine Geschichte heute an, die so ein bisschen als das Bild oder eines der Bilder für Kontemplation in der Bibel steht. Und das ist die Geschichte, wo Jesus seine zwei Freundinnen besucht, Martha und Maria. Und der Kontext von dieser Geschichte ist ja, dass Jesus gefragt wird, was ist das höchste Gebot? Und er sagt, es gibt das Gebot, Gott zu lieben mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann erzählt er die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und erklärt damit, was heißt es, seinen Nächsten zu lieben, wie sich selbst. Und er zeigt es an dieser Geschichte auf. Und es ist wie, er beantwortet aber nicht die Frage, wie liebe ich Gott? Und dann kommt aber diese nächste Geschichte von Martha und Maria. Und nach der Geschichte geht es dann darum, dass Jesus seinen Jüngern Beten beibringt. Das heißt, hier haben wir ein bisschen eine Antwort drauf, wie sieht es aus, wenn wir Gott mit ganzem Herzen lieben wollen. Und die Geschichte kennt ihr vielleicht. Ich lese sie einfach nochmal vor, Lukas 10, 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Sag ihr doch, dass sie mir helfe.
Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Wann immer jemand sagt, ach, ist nur die eine Sache, bin ich immer so ein bisschen nervös. So, weil ich bin eher so jemand, ich finde, das Leben ist zu komplex, man muss Dinge differenzierter betrachten, und wenn jemand so die One-Fits-All-Lösung für alles hat, bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Aber in dem Fall ist es halt Jesus, der sagt, es gibt eine Sache, die ist nötig. Und ich weiß nicht, ob ihr schon Predigten gehört habt über das Thema Martha, Maria oder irgendwelche Sachen. Oftmals wird diese Geschichte ja verwendet, um aufzuzeigen, naja, es gibt wie zwei Arten von Christen. Es gibt so die Martha-Christen, das sind mehr die Praktiker, die Diener, die sich voll hingeben, die halt ja voll viel machen. Und dann gibt es mehr so die verträumten, kontemplativen Beta-Typen, die Maria, die landen dann in irgendeinem Gebetshaus oder so. Die brauchst du irgendwie auch. Im Gemeindealltag recht unnütz, aber ansonsten, wir sollen ja alle lieben. Und dann wird es oft so gegenübergestellt, dass so die Frage, bist du mehr so ein Martha-Typ oder mehr so ein Maria-Typ? Und das Problem ist einfach, das ist halt überhaupt nicht, was die Geschichte ausdrückt. Jesus sagt nicht, also ich stelle euch hier zwei Modelle der Nachfolge vor, das eine ist so mehr das aktive Leben, das andere ist so mehr das kontemplative Leben, und dann wählt einfach. Es gibt zwei Dinge, die gut sind. Nee, das ist überhaupt nicht das, sondern Jesus konfrontiert hier eine Lebensweise, die ich nenne das Martha-Syndrom. Weil Martha ist eigentlich ein Antibild der Nachfolge. Also er hat sie ganz lieb, das heißt auch in Johannes 11, also es ist nicht ein Problem, dass Jesus Martha nicht lieb hat, aber er konfrontiert sie immer wieder an ihren Punkten, weil sie es nicht so ihm nachfolgt, weil sie nicht die richtigen Prioritäten dort in ihrem Leben hat. Und wir lesen bei Martha, also ich meine, Jesus kommt zu Besuch. Und dann lesen wir, sie ist beschäftigt mit vielen Dingen. Und das Wort beschäftigt hier heißt Perispao im Griechischen, hin und her gezogen sein, völlig in Beschlag genommen sein, sehr beschäftigt sein, getrieben sein. Sie ist beschäftigt. Und dann spricht Jesus sie an und sagt, Martha, du bist besorgt und beunruhigt. Ich meine, das ist nicht, wow, es werdet wie Martha, beschäftigt, besorgt und beunruhigt. Und dann auch noch bitter, weil die Maria das nicht so macht wie ich selber. Ich gebe hier so viel rein. Ich reiß mir den Arsch und die hockt da nur rum. Beschäftigt, besorgt, beunruhigt. Das Martha-Syndrom. Und sie rennt dort rum und Jesus ist zu Besuch und sie flitzt durch die Gegend. Und ich weiß nicht, ich kann mich leider sehr oft mit Martha identifizieren. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, so, ja. Aber ich kenne es so, dass ich in meinem Leben so beschäftigt bin, dass ich merke, da machen sich Sorgen breit und ich habe tausend Dinge im Kopf und ich bin beunruhigt mit Sachen und renne rum. Und dann habe ich Gebetszeiten, also Jesus kommt zu Besuch. Und ich renne durch die Gegend mit all meinen Gedanken und Dingen und dann bete ich noch die Bibel und dann mache ich noch das und dann tue ich noch und renne so rum und Jesus sagt, Lukas, eins wäre nötig. Setz dich dahin. Sei einfach da. Beschäftigt, besorgt. Und versteht, das Problem ist ja nicht, dass sie was macht. Aktivität ist nicht das Problem. Schau dir das Leben von Jesus an. Ja, der hatte manchmal im Markus-Evangelium, ich liebe das, wo es immer wieder heißt, und sie hatten keine Zeit zum Essen. Ja, die Leute stürzen, also wir haben immer so eine Vorstellung von Jesu Ministry, als wäre das so wie bei Chosen, wo Jesus dann da steht in so einem Zelt, dann bilden die da so eine nette Schlange und dann kommen die da und er heilt sie alle. Nee, das war wild, okay? Das heißt, sie schmissen sich auf ihn und Dämonen fahren aus und bababam und der hat keine Zeit zum Essen und die Jünger sind schon völlig durch und Jesus ist am Ende, ja, warum kann der im Sturm schlafen? Naja, weil er so fertig war, ja. Versteht, Aktivität, ja, es ist doch so, Aktivität ist nicht das Problem, sondern ein Getriebensein, ein Beschäftigtsein, ein Besorgt, Beunruhigtsein, ein im Herzen bitter sein, dass die anderen in der Gemeinde, die machen da nie was und ich reiß mir. Das war das Problem. Das Problem war nicht ein Verantwortungsgefühl für, wow, Jesus zu Besuch, wir haben Gäste, das muss irgendwie. Nee, Martha hatte bestimmt eine Leitungsbegabung und so weiter, das ist nicht das Problem. Aber dass sie Dinge auf sich genommen hat, die eigentlich unter dem leichten, sanften Joch mit Jesus zusammengetragen werden. Das Problem war nicht dienen, ja.
dass sie gedient hat. Das war nicht das Problem. Jesus konfrontiert ihn und sagt, halt auf zu dienen. Nee, exakt davor erzählt er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo er sagt, hey, seid nicht Leute, die einfach vorbeigehen an der Not, sondern kümmert euch. Aber es ist eine Herzensebene. Und das Maria-Modell ist ganz anders. Das Martha-Syndrom ist, ich renne beschäftigt, besorgt, beunruhigt durch die Gegend und selbst wenn Jesus da ist, bin ich überhaupt nicht bei ihm. Maria ist nicht beschäftigt, besorgt, beunruhigt, sondern sie erwählt das gute Teil, sagt Jesus. Das heißt, sie wählt das, es war aktiv. Das war nicht einfach nur, sie saß halt so passiv da eh schon rum und dann, nee, sie musste das aktiv wählen. Und ein Lebensstil von Ruhe, von mit Jesus sein zu leben, musst du bewusst wählen. Alles um dich rum will dich davon abhalten. Weil es gibt so viel, was du wählen kannst. Was man tun könnte, was es zu machen gibt. Es gibt so viele Sachen, es gibt viele Alternativen und es gibt auch ganz viele Widerstände dagegen, zu wählen, mit Jesus zu sein und zu entschleunigen und da zu sein und mit ihm Gemeinschaft zu haben und einfach völlig fruchtlos dort in der Gegend rumzusitzen und Jesus anzugucken. Er guckt dich an und du hast noch nicht mal für die große, weite Welt gebetet, sondern du warst einfach nur da. Da will dich alles abhalten. Ja, Maria musste gesellschaftliche Konventionen durchbrechen. Sie musste gegenkulturell leben. Weil es war nicht normal, dass die Frau sich zu den Füßen des Rabbis setzt, als die erste Schülerin an einem besonderen Platz, mitten in dieser Männerdomäne. Und ihre Schwester fand das nicht gut. Und glaub mir, wenn du einen Lebensstil wählst, wo du sagst, ich erwähle den guten Teil, ich lebe aus dem Sein und der Ruhe mit Jesus, Menschen werden das nicht gut finden. Und es ist gegenkulturell, weil unsere Kultur so nicht tickt. Sie erwählt das. Aber nicht nur von außen gibt es da Widerstände, sondern es gibt ja die Widerstände in uns und die sind viel, viel schlimmer, oder? Unsere inneren Antreiber, unser, ja, ich kann jetzt ja nicht einfach nur, also ich meine, wenn ich jetzt, also wo kommen wir da hin, wenn wir jetzt alle irgendwie einfach nur noch auch halt einfach Zeit damit verbringen, einfach nur bei Jesus zu sein? Und ich muss ja was machen, oder? Bin ich noch jemand, wenn ich jetzt nicht? Weil das beschäftigt, besorgt, beunruhigt sein, sieht ja manchmal auch so geistlich und fromm aus. Und wir ziehen so viel Aktivität daraus. Aber die Wahrheit ist, entweder gehen wir freiwillig in so einen Lebensstil der Maria oder früher oder später rennen wir gegen eine Wand und es zwingt uns da rein. Und eine Wand ist nicht schön, deswegen ist es besser, man findet die Tür davor und geht an diesen Ort, wo man das erwählt. Aber ich merke immer wieder, ich brauche auch manchmal die Wand, sonst checke ich es nicht. Sie sitzt dort, sie erwählt den guten Teil, sie entschleunigt, sie sitzt zu den Füßen Jesu, sie ist einfach da. Maria sagt in der ganzen Geschichte kein einziges Wort. Sie sitzt schweigend da und empfängt ihren Rabbi, ihren Geliebten Jesus, der da ist, ihren Freund. Und sie macht das, was Mose gemacht hat, nämlich von Angesicht zu Angesicht mit Gott sitzen. Und er redet mit ihr, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und das macht sie einfach. Und sie empfängt, sie hört zu, sie nimmt von ihm diese Dinge. Martha will alles richtig machen und verpasst dabei, das Richtige zu tun. Und Maria tut nur das eine, sie ist einfach da. Präsent. Wenn wir jetzt über Kontemplation und kontemplatives Gebet sprechen, dann beginnt es damit, dass du die Maria machst, nämlich du schaffst Raum dafür in deinem Leben. Gegen alle inneren Antreiber, gegen alle äußeren Verpflichtungen, gegen alles beschäftigt, besorgt, beunruhigt sein, gegen alle Stimmen von einer Martha, gegen alles, wo das kulturell eigentlich überhaupt nicht passt und gar nicht geht, zu sagen, ich erwähle das gute Teil. Eins ist nötig. Das wird ewig nicht von ihr genommen werden. Und dafür müssen wir Raum schaffen. Und dafür gibt es nicht so eine One-Fits-All-Lösung eben für alle, weil es ist halt sehr unterschiedlich, wie wir sind, von den Persönlichkeiten und Lebenssituationen. Und eine Mama mit 4 Kindern daheim muss ganz anders sich überlegen, wie schaffe ich dafür Räume und Zeiten und irgendwie, wie, keine Ahnung, der Eremit
im Kloster, der hat es einfacher. Und in den verschiedenen Lebensphasen und Sachen und wie auch immer. Aber wir alle brauchen das. Und uns alle lädt Jesus ein. Wir haben das vorhin gehört, auch mit diesem prophetischen Eindruck nochmal oder diesem Vers auch für dieses: Kommt her zu mir. Und was machen wir dann, wenn wir da sind? Also ich gehe mal davon aus, dass wenn du irgendwie sagst, ich folge Jesus nach, dass du in irgendeiner Form auch ja, irgendwie betest oder irgendwie Gebetszeit mal hast oder sowas wie stille Zeit oder eine Andacht oder ich weiß nicht, wie man das hier so nennt in Doxadeo. Und wie gesagt, wir brauchen weiter, auch mach weiter, was du machst von ich schütte Gott mein Herz aus, diese aktiven Formen und so weiter. Aber ich glaube, was wir brauchen, um in tiefe Verbundenheit mit ihm zu kommen und zu bleiben und zu sein, ist Gebetsformen, die uns ins Sein hineinführen. Und da gibt es, kontemplatives Gebet ist nicht eine Form des Gebets, sondern es ist quasi eine Klassifizierung von tausenden von Formen, die du da annehmen, also die man ausprobieren kann. Du kannst zum Beispiel das Herzensgebet beten, ja, das Jesusgebet, wo du einfach immer wieder wiederholend das Gebet, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, betest. Es gibt Formen wie Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Es gibt Gebetsformen, wo wir in Bibelgeschichten eintauchen. Es gibt ganz, ganz viele Formen, die alle aber dahin führen, dass wir zum Schluss einfach da sind und ihn anschauen. Und sie haben vor allem damit zu tun, dass du deinen Mund hältst, dass du schweigst, dass du still bist. Ich übe das gerade ein, dass ich jeden Tag 10 Minuten meinen Mund halte. Und ich bitte Gott auch, nichts zu sagen, wenn es nicht ganz dringlich ist. Und wir sitzen 10 Minuten miteinander da. Und ich gucke ihn an. Und er guckt mich an. Und in den 10 Minuten, ich bin so entspannt, weil es muss einfach nichts passieren. Und ich habe keine Verantwortung. Und manchmal ist es richtig tief dann plötzlich, weil sein Blick mich berührt und es berührt mich voll. Manchmal sitze ich einfach nur 10 Minuten da und verjagt 10 Minuten lang meine Gedanken, die überall rumkreisen. Und dann gehe ich wieder weiter. Und wenn wir das anfangen, da zu sein, still zu sein, dann passiert am Anfang erstmal, dass wir merken, wie laut es in uns ist. Und das ist dann die Gefahr, dass wir wegrennen, weil es ist so schrecklich. Sei mal 10 Minuten still und du merkst, wow, wie laut ist es in mir. Was für Stimmen und Emotionen und Sachen kommen da hoch. Es ist viel leichter, beschäftigt, besorgt, beunruhigt durch die Gegend zu rennen und zu sagen, ja, preis den Herrn, Halleluja, und ja, und unsere Gebetsform zu machen, als wirklich da, weil wenn du da bist, dann triffst du halt nicht nur ihn, sondern auch dich. Und ich bin jetzt noch nicht steinalt, aber ich bin jetzt seit 16 Jahren intensiv mit Jesus unterwegs und in Leitungsverantwortung. Und je länger ich damit unterwegs bin, desto mehr merke ich, wie gebrochen ich bin, welche Abgründe da in mir sind und wie viel tiefer seine Liebe ist, wenn ich mich nicht lieben lasse mit meinem Idealbild von außen, sondern wenn ich mich lieben lasse in meinen Abgründen und er mir da begegnet. Ich will ganz kurz mit euch einen Moment nehmen, wo wir mal still werden, und ich führe euch eine ganz kleine Übung rein, die mir extrem hilft, überhaupt still zu werden. Und zwar hast du ja einen Körper. Habt ihr alle dabei? Du bist Körper. Wir sind Körper, Seele, Geist, ja, aber das ist eine Einheit. Du bist Körper. Du hast nicht nur einen Körper, das ist nicht nur so ein funktionales Ding, was du halt. Nee, du bist Körper. Und dein Körper ist, sagt die Bibel, der Tempel des Heiligen Geistes, also der Wohnort Gottes. Und was war der Tempel? Das war der Ort der Gottesbegegnung. Das ist, wo Gott gewohnt hat. Das ist, wo die volle Herrlichkeit war. Das ist das Zelt, wo Gott jetzt zeltet. Und da ganz tief drinnen steht die Bundeslade. Und da ist die Wolke der Herrlichkeit drüber. Und ich kann wie Mose, der in dieses Zelt hineingegangen ist und vor dieser Bundeslade war, und dort war die Wolke der Herrlichkeit, und von Angesicht zu Angesicht hat er mit Gott geredet, wie er mit einem Freund redet. Genauso kann ich in den Tempel gehen, weil ich bin der Tempel, und finde ihn hier in mir. Aber was wir jetzt machen ist, dein Körper, der kann etwas, was deine Seele oft nicht so gut kann, nämlich dein Körper ist immer im Hier und Jetzt.
Also dein Körper kann ja nicht im Gestern hängen oder kann auch nicht im Morgen sein. Deine Gedanken, Gefühle und Emotionen können das. Du kannst gerade irgendwie noch eine Situation von gestern beschäftigt dich oder ich langweile dich so sehr, dass du schon geplant hast, was heute Nachmittag alles passiert und so. Ja? Also wir können überall sein, all over the place, aber unser Körper ist immer da, der ist immer präsent, der ist immer im Jetzt. Und damit unsere Emotionen und Gedanken und unser Inneres ins Jetzt kommt, hilft es, sich in seinem Körper zu erden, da zu sein und dann mit diesem Tempel des Geistes Gott wahrzunehmen. Und ich lade dich ein, dich einfach auf deinem Stuhl aufrecht und bequem hinzusetzen. Der Herr liebt die Aufrichtigen. Und wenn du magst, stell doch mal beide Füße so richtig auf den Boden, dass du so spürst. Ja. Und ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Du darfst sie auch offen lassen, aber vielen von uns hilft es, äußere Sinne etwas runterzufahren, um den geistlichen Sinn besser wahrzunehmen. Und wir beten jetzt noch gar nicht, sondern wir kommen einfach mal nur im Hier und Jetzt an. Und was du machst ist, konzentriere dich einfach mal einfach auf deine Füße und nimm die mal wahr. Die sind im Hier und Jetzt und nimm deine Gedanken und alles, was du bist und fokussiere mal deine Füße. Nimm mal wahr, wie die da stehen. Und dann wander mal nach oben und nimm mal deine Oberschenkel wahr. Jetzt nimm mal vielleicht bewusst deine Hände wahr. Jetzt konzentriere dich einfach mal auf deinen Atem, wie du einatmest und ausatmest, mit allem, was du bist. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wie Jesus dir gegenüber sitzt und dich anschaut. Du bist da und er ist da. Du musst nichts sprechen. Jetzt überleg dir einen Satz, den du ihm sagen willst, wo du einfach das, was gerade in deinem Inneren ist, ihm ausdrücken möchtest. Einen Satz und sag's ihm. Vielleicht möchte er dir auch einen Satz sagen. Und vielleicht will er dich auch nur anlächeln, ich weiß es nicht. Ich danke dir, Jesus, dass du der Seiende bist,
bei uns alle Tage, jeden Moment, dass wir sein dürfen mit dir und setzen dürfen zu deinen Füßen und dir zuhören dürfen. Jesus sagt, wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Kraft und auch mit unserem ganzen Verstand und Denken. Unser Verstand hat ja verschiedene Komponenten. Ja, wir können ja analytisch denken und Bibeltexte auseinandernehmen, exegetisch und so weiter. Aber unser Verstand hat ja auch die Komponente zum Beispiel von Vorstellungskraft. Und das ist eine Form, wie wir Gott lieben können. Deswegen liebe ich es mir, Dinge manchmal vorzustellen. Und einfach Dinge, die Bibel sagt, dass sie so sind, dass ich einfach mal tue, als wäre es so. Also wenn die Bibel sagt, er ist da, wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, ist er in unserer Mitte, oder wenn ich im Verborgenen ja, meine Tür schließe, ist der Vater im Verborgenen, ist gegenwärtig, oder Jesus ist bei uns alle Tage und so weiter. Ich tue einfach mal so, als wäre es so und stelle mir diese Wahrheit einfach mal vor. Und was dann passiert ist, dass Gott in seiner Demut kommt und unsere kleine Vorstellungskraft gebraucht, um uns da drin zu begegnen. Das heißt, wenn es gerade für dich so ein bisschen neu war, zu sagen, ich stelle mir Jesus vor, jetzt sitzt er da und guckt mich an, das stelle ich mir ja nur vor. Ja, ihr Lieben, Gott begegnet uns immer auf unserer Spatzenhirngröße. Also auch wenn ich eine rationale Erkenntnis aus dem Wort Gottes gewinne, ist das ja nicht wie Gott ist, sondern wie mein kleiner Rechner da oben Gott denken kann. Wenn meine Emotionen ihn wahrnehmen, Freude, Liebe, irgendwas, ist das ja nicht wie Gott ist, sondern wie mein kleines Emotionssystem in mir Gott wahrnehmen kann. Wenn ich ihn körperlich spüre und bebe vor seiner Gegenwart, dann ist das ja nicht wie Gott ist, sondern er mutet sich ein bisschen zu, wie ich mit meiner Sensorik es wahrnehmen kann. Und wenn ich in meiner Vorstellungskraft mir vorstelle, dass ich versetzt bin an himmlische Orte und vor dem Thron Gottes stehe, weil das sagt ja Paulus, dann begegnet er mir da drin, weil das ja so ist und ich tue im Glauben einfach mal so, als wäre es so, wie er sagt, und dann begegnet er mir, obwohl meine Vorstellungskraft ja viel kleiner ist, als es wirklich ist. Wir werden heute Nachmittag noch ein paar schöne Übungen machen. Aber ich möchte euch zum Schluss ermutigen mit dem letzten Bibelvers, 2. Korinther 3, Vers 18. Da schreibt Paulus und er kommt von dieser Szene, dass Mose unverhüllt in die Gegenwart Gottes geht und die Herrlichkeit sieht und so überwältigt ist von dieser Herrlichkeit, dass er rauskommt und wie eine Glühbirne leuchtet. So. Und deswegen dann so eine Burka drüber zieht, und weil die Leute so verschreckt sind. Und dieses Bild nimmt er und sagt, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Also so wie Mose da reingegangen ist, seinen Schleier hochgemacht hat und die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, genau so sehen wir das. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Oder wie Elberfelder es kürzer und sagt, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Was mich so ermutigt an der Stelle ist, da steht wir alle. Also das, über was ich heute spreche, ist nicht nur für ein paar Moses da draußen, ein paar Marias zu den Füßen Jesu, sondern wir alle sind berufen, diese innige Beziehung mit Gott zu haben und seine Herrlichkeit zu sehen. Weil Kontemplation hat mit Schauen zu tun, mit Betrachten. Es ist nicht fernöstliche Meditation, wo wir versuchen, leer zu werden. Nein, überhaupt nicht. Es ist, wir wollen was sehen. Wir fahren unsere Gedanken runter, um seine zu empfangen. Wir werden still, um ihn zu sehen. Und wenn wir ihn sehen, hat das eine Auswirkung auf uns. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Setz dich hin und schau dir die Demut Jesu an, und es fängt an, dich umzugestalten in sein Bild.
setz dich hin und schau dir an, wie liebevoll Jesus ist und es fängt an, dich umzugestalten. Betrachte die Barmherzigkeit des Vaters und es verändert was in dir und du spiegelst das wieder und meine Barmherzigkeit anderen trägt ein bisschen was von der Herrlichkeit und Schönheit, wie der Vater barmherzig ist mit anderen. Und das kannst du nicht machen. Kontemplation ist wie sich in die Sonne legen. Du kannst nicht machen, dass du braun wirst. Oder in meinem Fall rot. Das geschieht einfach, indem ich mich der Sonne aussetze. Und danach kann ich sagen, da habe ich mich aber krass gebräunt. So. Wow. Nee, es passiert, es ist die Sonne, die das macht. Aber wenn ich halt nie in die Sonne gehe, dann bleibe ich so hell. Und wenn wir uns aussetzen, wenn wir es in die Gegenwart Gottes hineinbegeben und einfach mal uns sonnen lassen, dann fängt es an, Auswirkungen auf uns zu haben. Und wie immer das in deinem Leben aussieht, mach Raum dafür. Das kann täglich eine kurze Zeit sein. Oder du sagst einmal die Woche, da gucke ich, dass ich irgendwie den Space habe und dann gehe ich spazieren und setze mich auf die eine Bank und dann sitze ich eine halbe Stunde mit Jesus. Und er schaut mich an und ich schaue ihn an. That's it. Und wenn dir das gerade langweilig vorkommt, dann komm heute Nachmittag. Heute Nachmittag werden wir 14 Uhr bis 16.30 Uhr werde ich einen Workshop machen oder ein Seminar machen, wo wir sehr, sehr viele praktische Übungen ich euch zeigen werde und auch ein bisschen, wir schmecken da überall mal rein, wie kann man in wirkliche Tiefe da mit Gott kommen. Und möchte ich einladen, ich glaube, da darf man noch dabei sein, oder? Also, wenn man noch nicht angemeldet ist. Noch 5 Leute dürfen dabei sein. Also, komm zum Christoph oder irgendjemand, der kompetent aussieht und melde dich noch. Ich weiß nicht, wie ihr eure Strukturen sind. Genau, sei gerne da dabei, da machen wir ganz praktische Übungen und ich führe da rein. Wer da nicht dabei sein kann heute, noch ein letztes Ding, darf gerne auch Freude am Beten den Podcast nutzen. Da habe ich ganz, ganz viele Gebetsübungen, immer so 10 Minuten Übungen erklärt, sowas wie Lectio Divina, wie Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, wie Gebet der Sammlung und so weiter. Ganz viele Formen, auch eben Formen, die uns in ein bisschen tiefere Gebetsformen reinführen, wie wir es oft in so einem freikirchlichen Kontext kennen, wo wir sehr gut sind im aktiven Gebet und ich rede mit Gott und wo wir vielleicht auch ein bisschen was kennen von, okay, ich meditiere meine Bibelstelle und ich habe da sehr viel von meinen Geschwistern gelernt aus der orthodoxen Kirche, der katholischen Kirche und allen möglichen anderen Frömmigkeitsformen genau, habe das versucht, simpel runterzubrechen für Leute, die nicht Bock haben, irgendwie ein 500 Jahre altes Buch zu lesen, 700 Seiten, wo irgendjemand kein Wort versteht. Da habe ich gedacht, ich mache einfach kurze Videos, die dir das erklären. Und dann könnt ihr entweder auf YouTube oder auf Spotify das anschauen. Und gibt auch zu jedem Ding so ein Handout, also eine One-Pager-Anleitung, wie kann ich so eine Gebetsform einführen. Dann kannst du es auch wunderbar multiplizieren. Wenn du sagst, das möchte ich mit meinem Partner, mit meinem Hauskreis, mit meinem Whatever machen. Herzliche Einladung dazu. Bevor wir in das Lied reingehen, vielleicht können wir einfach noch so 1-2 Minuten einfach instrumental lassen und dann steigt in das Lied ein. Ich habe einfach viele verschiedene Sachen mal gesagt heute und manches davon ist wichtig für dich und manches nicht. Deswegen nimm dir kurz den Moment zu gucken, was war heute wichtig für mich, schreib dir das auf. Es kann Next Steps sein, es kann ein Gedanke sein, wo du sagst, dem gehe ich nach. Oder vielleicht war einfach nur für dich, dass du halt kurz da gesessen bist und Jesus hast dir gegenüber dich angeschaut. Aber nimm das kurz, dann nimmt die Band uns nochmal rein in ein Lied und wir beten ihn nochmal ganz bewusst an.